Ja, was hast du denn jetzt hier in der Hand, Jordi? Ich habe hier den größten Lump, den es auf der Welt gibt, in der Hand. Und kannst du uns den mal hochheben? Oh, ist das schwer. Und ja. An dieser Stelle wollten wir ganz gezielt auf Rotbarsch angeln. Dabei ist uns auf 220 Meter ein riesiger Lumpfisch an den Haken gegangen. Aber wir dachten, daraus könnten wir ganz leckere Fischfrikadellen machen. Und das zeige ich euch in diesem Video. Wir haben hier frischen Lumpfisch. Den haben wir ja letztes Mal gefangen. Und der ist jetzt hier in dieser Schüssel. Für Fischfrikadellen machen brauchen wir frischen Fisch. Ich empfehle Lumpfisch, Köhler oder Dorsch. Wir brauchen klein gehackte Zwiebeln, also am besten sehr klein gehackt. Und wir brauchen Eier, Petersilie, Paniermehl, Salz, Pfeffer und Olivenöl. Als erstes nehmen wir uns ein Fischfilet, also ein Stück vom Fisch, hier aus diesem Topf. Schön in die Mitte legen, dass es jetzt nicht auf den Tisch geht. Und wir hacken es jetzt klein. Also so, wie ich jetzt mache. So, mindestens ein Minute durchhacken. Dann drehen wir das Fischfilet um. Und hacken wir dann noch mal drauf. Die kleinen Stückchen. Und jetzt kommt es in diesen Topf hier rein. Und wir nehmen das nächste Stück. Im zweiten Schritt mischen wir die Zutaten zusammen. Als erstes geben wir die kleinen gehackten Zwiebeln dazu. Danach geben wir das Ei, also vorsichtig da rein. Danach kommt die Petersilie und das Paniermehl. Und dann würzen wir das Ganze noch ein bisschen mit einer Prise Salz. Und mit ganz bisschen Pfeffer. Und jetzt kneten wir das Ganze noch zusammen. Und das kneten wir, bis alles gut vermischt ist. Im dritten Schritt nehmen wir uns hier ein bisschen aus der Schüssel raus, so. Und kneten das genauso wie ein Ball, also in eine Form machen wir das jetzt so wie ein Ball, sehr, so rund wie möglich, ungefähr so, und legen das hier auf das Brett. Jetzt wichtig, die Hand ausstrecken, flach machen und hier jetzt drauf drücken, bis es so aussieht, ein bisschen wie ein Burgerbrot, oder wie ein Cheeseburger. Und ja, jetzt ist die Fischfrikadelle fertig zum Braten. So sieht das aus, wenn es fertig ist. Und jetzt gehen wir es mal braten. Zum Braten nehmen wir Olivenöl. Wir braten jede Seite 2 bis 3 Minuten, bis es schön goldbraun ist. So, jetzt sind die Frikadellen schön goldbraun und jetzt können wir sie essen. Das sind jetzt die fertigen Frikadellen und ich gucke mal, ob die mir schmecken.
So sehen die von innen aus. Sehr lecker. Mmh.